gebracht. Hast du das schon längst gemacht oder ist jemand Neues? Er ist neu dazu gekommen. Wir nehmen ja alles auf, also. Wie gesagt. Weil deine Passwörter nicht darauf. Und das ist übrigens ein Klassiker im Stream vom Stupa, dass irgendwelche Leute direkt ein Kamerabild und ihre Passwörter schön sehr gut. Okay, dann kannst du losgehen, oder? Ich sag doch mal, dieser französische Verzerrte, der hat doch die Passwörter für alle gerade in den Kamera. Ich hör doch so groß, dass du die sehen kannst auf der Kamera. Sind wir bereit? Okay. Bereit, okay. Alles klar. Ja, Moment, also Moment, Moment. Musik muss noch werden. Genau. Ach ja. So. Okay. Ja, erstmal Dankeschön für die Möglichkeit, den Vortrag hier halten zu dürfen. Der Anlass ist der World Android Insect Day, der heute so weltweit begangen wird, deswegen auch der 23.10., der Sonntag. Und ich bin Stefan Trögel, Tierarzt an der Universität Gießen beschäftigt und beschäftige mich mit dem Thema Insekten als Lebensmittel und möchte hierzu ein paar, ja, einen kleinen Vortrag mal zum Besten geben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Tierarzt, oder werde ich auch häufig gefragt, Tierarzt, Lebensmittel, was hat das damit zu tun? Und der Tierarzt behandelt doch eigentlich Tiere, aber dazu muss man wissen, dass laut der Bundestierärzteordnung Paragraph 1 ist der Tierarzt nicht nur berufen, Leiden und Krankheiten der Tiere zu verhüten, zu lindern und zu heilen, zur Erhaltung und Entwicklung eines leistungsfähigen Tierbestandes beizutragen, den Menschen vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen, sondern auch durch Gefahren, die durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer Herkunft ausgehen. Und der Tierarzt ist weiterhin auf eine Steigerung der Güte von Lebensmitteln tierischer Herkunft oder ist zuständig dafür, darauf hinzuwirken. Das wissen eigentlich die wenigsten Leute. So, mein Vortrag ist folgendermaßen gegliedert. Erstmal gibt es ein paar Begriffsdefinitionen, dann ein paar Fakten zum Thema Insekten und Insektenverzehr. Dann beleuchte ich die Rolle der Insekten als Nutztiere. Dann gibt es ein bisschen was zur Geschichte der sogenannten Entomophagie. Ja, dann einige Infos allgemein zum Insektenessen, ökologische und ökonomische Vorteile, der Nährwert, den die Insekten haben, die Hürden, die uns davon abhalten, Insekten zu essen. Dann ein bisschen was zum Thema Insekten als Lebensmittelverunreinigung, weil Insekten eigentlich für die meisten als Schädlinge angesehen werden. Und etwas zur Gesetzgebung, zu den potenziellen Risiken und eine Marktübersicht über vorhandene, bisher verfügbare Produkte. Dann, wir sind leider sehr wenig Leute hier, sonst hätte ich gerne mal gefragt, wer könnte sich dann vorstellen, Insekten zu essen. Da sind ja schon eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind ja eigentlich schon fast alle. Okay. So. Dann fangen wir mit den Begriffen mal an. Entomo, das Insekt. Das kommt aus dem Griechischen, heißt das Eingeschnittene. Also die Insekten haben einen segmentierten Körper mit Kaput, Thorax und Abdomen, also Kopf, Brust und Bauchbereich. Und die Entomologie, das ist die Insektenkunde. Und Entomophagie ist das Insektenessen. Und es gibt, seit das auch in Europa so ein bisschen hoffähig geworden ist, den Begriff des Entotariers, beziehungsweise der Entomotarier wäre es richtig. Das sind Menschen, die Insekten essen, aber kein Fleisch von anderen Tieren, also keine anderen Lebewesen. Das ist hier so eine Übersicht von The Entomophagist von Pinterest ist das. So, ein paar Fakten zum Thema Insekten. Also Insekten sind eine Klasse innerhalb der Gruppe der Arthropoden. Arthropoden sind Gliedertiere oder Gliederfüßer und sie besitzen ein Exoskelett aus Chitin, das benötigen sie, weil sie eben kein Skelett haben, wie das die Säugetiere haben. Haben drei Beinpaare, Facettenaugen und Antennen möglicherweise. Die Insekten sind die am häufigsten vorkommenden Vertreter des Tierreiches und sind mit über 1 Million Spezies beschrieben. Wobei es allerdings geschätzt 6 bis 10 Millionen davon gibt. Aber schon diese 1 Million Spezies, die beschrieben sind, machen schon mehr als die Hälfte der gesamten lebenden Organismen aus.
Insekten findet man in fast allen Umgebungen und Umweltbedingungen, weil sie sich eben sehr gut anpassen können. Und sie kommen sogar in den Ozeanen vor, in einem Habitat, das von anderen Arthropoden, also Gliederfüßern, dominiert wird, und zwar den Krustaceen, das sind die sogenannten Krusten- oder Schalentiere. Also sie sind auch verwandt mit den Insekten, verwandt mit den, also es gibt terrestrische Insekten und aquatische Insekten, und Insekten sind unter anderem auch die einzigen geflügelten wirbellosen Tiere. So, welche Rolle spielen die Insekten als Nutztiere? Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hat erstmalig den Wert, den ökonomischen Wert der Bestäuber geschätzt und ist auf eine Summe von 150 Milliarden Euro gekommen für das Jahr 2005. Und das entspricht knapp einem Zehntel des Gesamtwertes der Weltnahrungsmittelproduktion. Also man sieht, dass die Insekten als Bestäuber schon eine sehr, sehr große Rolle spielen. Insekten liefern Honig, produzieren mehr als 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr. Weitere Produkte, die Insekten herstellen für die Menschen, ist zum Beispiel Seide. Das sind 90.000 Tonnen pro Jahr, die da anfallen. Dann gibt es sowas wie Farbstoffe, Karminrot. Das wird verwendet zum Färben von Lebensmitteln und Textilien und auch Arzneimitteln. So, dann gibt es noch ein Protein, das nennt sich Resilin. Das wurde aufgrund seiner elastischen Eigenschaften zur Reparatur von Arterien verwendet. Wird aber mittlerweile wohl auch chemisch hergestellt. Ja, weitere medizinische Anwendungen sind die Madentherapie, die man vielleicht auch schon kennt, und Verwendung von Bienenprodukten, so medizinischem Honig, für die Behandlung von Wunden. Weiterhin spielen Insekten eine große Rolle bei der biologischen Schädlingsbekämpfung. Wenn man eben keine Insektizide spritzen will, dann nimmt man eben bestimmte Käfer, die zum Beispiel dann bestimmte Zielinsekten beseitigen oder dann eben vertilgen. Eine große Rolle spielen sie eben auch bei der Umwandlung von organischem Material, also bei der Kompostbildung. Aber nicht zuletzt dienen sie auch als Nahrung, und zwar für mehr als 2 Milliarden Menschen, also ungefähr ein Drittel der Bevölkerung weltweit. Allerdings in Europa bisher von noch untergeordneter Bedeutung. So ein, sage ich mal, bekannter Fernsehkoch, Jamie Oliver, der hat in seinem Food Revolution Newsroom einen Beitrag, wo der sagt, Time to embrace eating insects. Und also man kann schon sehen, dass das anfängt, ein Thema zu werden, und dass sich auch langsam der Mainstream anfängt, damit zu beschäftigen, ein bisschen in Europa. Zur Geschichte der Entomophagie in Asien, Afrika, Lateinamerika ist es so, dass schon seit Jahrtausenden die Insekten eine Rolle spielen, so als Bestandteil der menschlichen Ernährung, und gelten auch in manchen Kulturen als so hochpreisige Spezialität. Also es werden teilweise in Thailand diese Giant Waterbugs werden für 50 Cent das Stück verkauft. Das ist auch eigentlich eine ganz gute Einnahmequelle für Leute, dass sie sich da eine Existenz gründen können. Es gibt allerdings auch einen Hinweis auf Insektenkonsum in Europa, das ist schon eine ganze Weile her, und zwar aus dem Jahr 1844 gibt es im Magazin für Staatsarzneikunde ein Rezept für eine Maikäfersuppe. Das habe ich hier mal rausgesucht. Das geht jetzt leider nicht anscheinend. Das ist, sollte eigentlich animiert sein. Also da steht zum Beispiel drin, dass von den Käfern, von welchen man 30 Stück auf eine Person rechnet, werden, so wie sie gefangen sind, gewaschen, dann ganz in einen Mörser gestoßen, in heißer Butter hart geröstet und in Fleischbrühe aufgekocht, fein durchgesalzt und über geröstete Semmelabschnitte angerichtet. Also das hat man so als kräftigende Suppe dann hergestellt. Wobei natürlich das relativ grausam ist, wenn man die Maikäfer, sage ich mal, bei lebendigem Leibe zerstößt. Also sollte man die eigentlich vorher zumindest irgendwie gefrieren oder in kochendes Wasser schmeißen. Ja, dann weiterhin gibt es einen Autor, der Vincent Holt, der hat im Jahr 1885 ein Buch herausgebracht mit dem Titel Why Not Eat Insects? Und hat sich in dem Buch
das Thema Vorurteil und Ekel vorgenommen und hat den Verzehr der Insekten eigentlich gleichgesetzt mit dem von Hummer. Und Hummer war früher ein arme Leute-Essen und hat im Prinzip gesagt, dass, ja, did you know, lobster used to be food for prisoners, animals or the very poor. Also jetzt ist Hummer, sage ich mal, eine Delikatesse oder mittlerweile auch nicht mehr so sehr. Und wurde damals wie Sauerbier angeboten und das ist hier so ein Etikett von einem, von einer Hummerkonserve. Okay. Ja, warum überhaupt Insekten essen? Also die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050, das sind ja noch knapp 33, etwas mehr als 33 Jahre, auf ca. 9,6 Milliarden Menschen anwachsen wird. Und wenn alle Menschen Fleisch essen wollen, dann ist es einfach schwierig, weil die Ressourcen für die Nutztierhaltung begrenzt sind. Zum einen sind die Flächen nicht endlos verfügbar, um das Futtermittel anzubauen und zum anderen eben auch nicht, um die Tiere zu halten. Auch wenn man jetzt schon mittlerweile von Vertical Farming auch spricht, aber das ist bei der Tierhaltung, glaube ich, spielt das noch keine Rolle. Also es wird im Prinzip erwartet, dass ein Versorgungsengpass eintreten könnte für hochwertiges Protein und man ist auf der Suche nach Alternativen mittlerweile, und um eben die Welternährung zu sichern. Und Insekten sind da eben nicht die einzige Alternative, sondern man guckt auch in Richtung Algen, Pilze und In-vitro-Fleisch, habt ihr vielleicht auch schon was von gehört, eben, was eben aus Stammzellen gezüchtet wird. Ja, oder auch Hülsenfrüchte. 2016 ist übrigens das Jahr der Hülsenfrüchte. Ja, welche Insekten werden denn bereits gegessen? Hier ist eine kleine Übersicht. Käfer werden vom Anteil her zu 31% mittlerweile verzehrt. Raupen sind 18%. Bienen, Wespen, Ameisen mit 14%. Grashüpfer, Heuschrecken, Grillen mit 13%. Zikaden, Wanzen, Pflanzenläuse 10%, Termiten mit nur 3%, Libellen auch 3%, Fliegen 2% und noch andere 6%. Das ist nochmal hier eine Übersicht dargestellt. Also mit 31% sind die Käfer eigentlich die am meisten konsumierten Insekten. Wobei auch da das nicht nur die Insekten selber sind, sondern auch natürlich die Larven davon. Ja. Willst du lieber die Fragen am Ende haben oder sollen wir reinhauen? Lieber am Ende vielleicht, oder? Okay. Weiß nicht, wie ihr das seht. Video am liebsten. Video am liebsten. Ja. Genau. Gut, okay. Insgesamt gibt es, also sind 1900 essbare Insektenarten beschrieben. Es werden natürlich auch ab und zu mehr. Und die Insekten bestehen zu großen Teilen natürlich aus Proteinen und einige Spezies enthalten sogar alle essentiellen Aminosäuren. Die Insekten sind in der Regel arm an Kohlenhydraten und Fettkörpern, wobei die Larven natürlich schon auch einen sehr hohen Fettgehalt haben, weil sie sich eben die Energie anfressen, die sie dann brauchen, um diese Umwandlung in der Puppenphase durchzuführen. Und manche fertige Insekten, also Imagos, die haben gar keine Verdauungsorgane, also es ist gar nicht vorgesehen, dass die Nahrung aufnehmen, sondern diese Phase ist dann nur dafür da, für die Reproduktion, dass sie daneben sich Paaren und Eier legen. Insekten enthalten durch diesen Chitingehalt natürlich auch Ballaststoffe und der mittlere Energiegehalt der Trockenmasse liegt bei 460 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das ist eine ganze Menge. Bei der Produktion von Insekten wird wesentlich weniger Wasser verbraucht und der CO2-Ausstoß ist auch geringer als bei Rind und Schwein. Und Gründe dafür sind zum Beispiel die Tatsache, dass Insekten heukilotherme Tiere sind. Das heißt, die brauchen keine Energie aufzuwenden für eine Körpertemperatur, wie wir das haben, oder Säugetiere das haben, von etwa 37 Grad, sondern die passen sich eben an die Umgebungstemperaturen noch an. Und im Gegensatz zu lebensmittellieferenden Tieren wie Schwein, Rind, Schaf, Geflügel wird wesentlich weniger Futtermittel verbraucht, um 1 Kilogramm Fleisch zu erzeugen. Das ist diese Food Conversion Ratio. So, Fleisch habe ich gerade gesagt. Also Fleisch kann man da eigentlich nicht wirklich zu sagen.
Es gibt im Lebensmittelfuttermittelgesetzbuch einen Paragraph 15, der das deutsche Lebensmittelbuch beschreibt. Und das deutsche Lebensmittelbuch, das ist eine Sammlung von Leitsätzen, die die Herstellung, Beschaffenheit und so weitere Merkmale von Lebensmitteln angeben und für die Verkehrsfähigkeit der Lebensmittel von Bedeutung sind. Also da muss, es gibt halt Vorgaben, wie bestimmte Lebensmittel auch zu benennen sind und was da drin enthalten sein muss, damit sie den Namen tragen können. Und bei Fleisch ist es eben so, ich habe hier mal die Leitsätze dargestellt oder einen dieser Leitsätze, und zwar für den Begriff Fleisch, und das sind eben alle Teile von geschlachteten oder erlegten warmblütigen Tieren, die zum Genuss für Menschen bestimmt sind. Und da wir ja gerade gesagt haben, dass Insekten polykolotherme Tiere sind, also wechselwarme Tiere, kann man das eben, oder ja, Insekten eben nicht als Fleisch bezeichnen. So, dann zu den ökologischen, ökonomischen Vorteilen. Wie gerade schon gesagt, braucht man weniger Futtermittel, um, also Insekten brauchen weniger Futtermittel, um 1 Kilogramm Körpermasse zu erzeugen. Das ist hier mal im Vergleich dargestellt zwischen Rind und Insekten. Und beim Rind muss ich 8 Kilogramm bis 10 Kilogramm Futtermittel einsetzen, um 1 Kilogramm Körpermasse zu bekommen. Und bei Insekten ist das, sind das nur 2 Kilogramm. Und der Wasserverbrauch ist bei der Rindfleischproduktion mit 15.500 Litern angegeben pro Kilogramm Fleisch. Und bei den Insekten mit 1 Liter. Wobei diese 15.500 Liter, das streitet man auch drüber, dass da auch das Wasser eingerechnet wird, also Regenwasser zum Beispiel, was eben so auf den Weiden für das Wachstum der Futtermittel dann notwendig ist. Die Klimabilanz soll für 1 Kilogramm Rindfleisch so aussehen, dass 14,8 Kilogramm CO2 anfallen und für 1 Kilogramm Insektenmasse ein Hundertstel davon, also 0,148 Kilogramm, also 148 Gramm. So, bei dem Nährwert sieht es so aus, hier hat man einen Vergleich angestellt zwischen Insektenprotein und Rindfleisch zum Beispiel, das ist hier genau Rindfleisch, und man hat herausgefunden, dass gegenüber Rindfleisch, wo wir 19 bis 26 Gramm Protein pro 100 Gramm haben, wir bei den, das wäre hier Mehlwurm, also Mehlwurm, beziehungsweise das sind ja Mehlkäferlarven, Tenebro molitor, liegt mit 14 bis 25 Gramm pro 100 Gramm Masse eigentlich ja, ähnlich wie beim Rindfleisch. Und für Grashüpfer sieht es so aus, dass 13 bis 28 Gramm Protein pro 100 Gramm Frischgewicht dazu bezeichnen sind. Das heißt also, dass vom Proteingehalt her sogar die Grashüpfer und Heuschrecken etwas höher liegen können als Rindfleisch. So, dann nochmal auf die Aminosäuren zu kommen. Wir können hier sehen, Vergleich Tenebrio molitor. Das sind die Mehlkäferlarven wieder mit Rindfleisch. Da sehen wir, dass bei den Mehlkäferlarven sogar die essentielle Aminosäure Tryptophan enthalten ist, was wir hier beim Rindfleisch eben nicht haben. Gut, essentielle Aminosäuren ist das jedem klar, was das ist. Das sind halt die, die aufgenommen werden müssen mit der Nahrung, die eben nicht selbst gebildet werden können vom Körper. Ja, oder wenn es. Ich wollte gerade nur fragen, wo kommt denn das, wenn es im Rindfleisch nicht drin ist, wo kommt dann unser normaler Bedarf daher? Das weiß ich nicht genau. Nichts zu sagen. So, dann habe ich noch eine ziemlich. Bitte? Tryptophan. Na gut. Dann habe ich noch einen relativ. Oder ziemlich neue Publikation noch gefunden vom 12. Oktober, und die heißt In vitro Iron Availability from Insects in and Sirloin Beef. Das heißt also Eisenverfügbarkeit verglichen zwischen Insekten und Rindfleisch. Und es ist auch so, dass hier Latunde Dada, Young und Vera Avilis herausgefunden haben, dass die
das Eisen auch nicht gleich verfügbar ist zwischen Rind und Insekten. Also die haben herausgefunden, dass das Eisen, was von Insekten kommt, besser vom Körper aufgenommen werden kann in der Nahrung. Und die haben halt geschrieben, dass die Daten zeigen, dass Heuschrecken und Mehlwürmer signifikant höher chemisch verfügbares Calcium, Kupfer, Magnesium, Mangan und Zink liefern. Okay, eine kleine Übersicht. Das ist von Melissa Valiant auf hellaweller.com. Da ist nochmal gegenübergestellt der Protein- und der Fettgehalt von verschiedenen Insektenspezies im Vergleich zu Steak Sirloin, also Rindersteak, Schwein, Huhn, Thunfisch, Tofu, Milch und Eiern. Also das ist ganz interessant, das kann man sich auch nochmal in Ruhe angucken. So, welche Hürden gibt es dann, wenn das ja so gesundheitlich so vorteilhaft eigentlich ist, Insekten zu essen? Da ist es natürlich an erster Stelle der Ekel zu nennen, und der Ekel ist eigentlich anerzogen, also den bekommt man nicht mit der Geburt schon mit. Die Insekten werden eben als Ungeziefer und Verunreinigung angesehen. Kollegen von mir, die haben eine Umfrage durchgeführt und haben auch so Verkostungen gemacht und haben dabei festgestellt, dass die kleinen Kinder wesentlich eher bereit sind, die Insekten zu probieren und dass sie auch wiederkommen und noch mehr haben wollen. Und die Eltern sie halt schon eher dann von den Ständen wieder wegziehen. Und die haben auch Umfragen gemacht. Bei den Erwachsenen ist es auch so, dass die Leute, die Insekten mal probiert haben, das auch wieder essen würden. Also es war jetzt nicht so, dass sie sich davor geekelt haben, nachdem sie es probiert haben, sondern es war einfach nur eben diese Hürde zu überwinden. Und wie gesagt, werden sie in der Regel als Ungeziefer und Verunreinigung angesehen. Vielleicht mal hier weiter. Thema Lebensmittelverunreinigung bedeutet, dass wir ja vielleicht schon Insekten zu uns nehmen, weil die irgendwo drin sind, in Lebensmitteln, die wir essen. Und die United States Food and Drug Administration, die FDA, hat Leitlinien herausgebracht mit Eingriffswerten, das sogenannte Defect Levels Handbook. Und darin sieht es so aus, da sind so Tabellen mit verschiedenen Lebensmitteln. Da habe ich mal rausgepickt, hier Apfelmus zum Beispiel. Da steht, dass Apfelmus 5 oder mehr ganze oder äquivalente Insekten pro 100 Gramm enthalten darf, ohne dass das einen gesundheitlichen Schaden darstellen sollte. Dann geht das noch weiter. Schokolade zum Beispiel darf 60 oder mehr Insektenfragmente per 100 Gramm beinhalten, wenn 6 mal 100 Gramm Proben untersucht werden. Und das geht dann immer weiter, zum Beispiel Currypulver. Da dürfen 100 Fragmente drin sein pro 25 Gramm und in gemahlenem Zimt sogar 400 Insektenfragmente pro 50 Gramm. Und Fragmente können also auch ganze Beine sein zum Beispiel. So, was sagt die Gesetzgebung dazu zum Thema Insekten als Lebensmittel? Es gibt so ganz viele Verordnungen, europäische Verordnungen. Und das ist eine Verordnung, die heißt Novel Food Verordnung. Das ist die Verordnung über neuartige Lebensmittel mit der Nummer 258 aus 1997. Und die besagt, dass Insekten und Insektenteile, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung in der EU noch nicht im nennenswerten Umfang verzehrt wurden, als neuartige Lebensmittel anzusehen sind, also als Novel Food. Und die dürfen nur vermarktet werden mit einer entsprechenden Sicherheitsbewertung und Zulassung durch die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde. Und Insekten fallen als Ganzes aber nicht zweifelsfrei in diesen Anwendungsbereich dieser Verordnung. Deswegen hat sich da eine lebensmittelrechtliche Grauzone aufgetan, die eben auch viele Unternehmer nutzen, indem sie halt Insekten verkaufen auch über das Internet. Diese Novel Food Verordnung, die ist im Dezember 2015 neu gefasst worden, also ist noch relativ neu und gilt aber erst ab dem 1. Januar 2018. Also diese Verordnung, die brauchen immer so 2 Jahre, damit sie umgesetzt werden. Und nach dieser neuen Version der Verordnung, die jetzt 2015 2283 heißt, sind auch ganze Insekten dann als Novel Food
eingestuft und unterliegen dann auch damit der Zulassungspflicht. Und Insekten und Insektenteile, die aber vor dem 15. Mai 1997 bereits in nennenswertem Umfang in Verkehr gebracht worden sind, die dürfen weiterhin ohne Genehmigung auch vertrieben werden. Das bedeutet aber, dass im Prinzip bis zum 1. Januar 2018 weiterhin Insekten verkauft werden dürfen als Lebensmittel, also ganze Insekten. Und das ist eben dann, sage ich mal, Sache der unteren Veterinärbehörden, das eben zu verbieten oder zu tolerieren. Also ich kenne zum Beispiel Fälle aus Osnabrück, wo Leute einen Insektenburger anbieten wollten. Die sind jetzt nach Belgien ausgewichen, weil es da eben erlaubt ist. Die haben von ihrem Veterinär kein grünes Licht bekommen. Ein anderer dagegen aus dem Norden, der verkauft Riegel zum Beispiel und auch so Insektenmischungen, gewürzte und geröstete, da hat das Veterinär kein Problem mit. So, allgemein, das werde ich ein bisschen schnell durchgehen, weil das sind so allgemein lebensmittelrechtliche EU-Vorschriften. Da gibt es so verschiedene zu Grundsätzen der Lebensmittelhygiene und da wird auch unterschieden zwischen Lebensmitteln tierischer Herkunft und Lebensmitteln allgemein. Und da gibt es so verschiedene mikrobiologische Kriterien, die Lebensmittel erfüllen müssen. Und es gibt halt auch diese Lebensmittelinformationsverordnung, die eben regelt, wie Lebensmittel gekennzeichnet werden müssen, also mit Allergenen und Nährwerten und so weiter. So, was gehen für potenzielle Risiken aus von Insekten? Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde hat ein Risikoprofil erstellt, das ist von der EU-Kommission in Auftrag gegeben. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Aber auch Belgien, Frankreich und Niederlande haben ihre eigenen Risikobewertungen gemacht und so ist es dazu gekommen, dass Belgien und die Niederlande einen Alleingang, kann man sagen, machen. Dass also in Niederlanden 10 Insektenspezies toleriert werden für den Handel und für den Verkehr damit, als Lebensmittel. Und in Belgien sind das 3 Spezies. So, potenzielle Risiken, die von Insekten ausgehen können, ergeben sich aus der Herstellung, Verarbeitung und dem Verzehr. Und zwar unterteilt man da in biologische Gefahren, chemische Gefahren und eine mögliche allergene Potenz. Und bei den biologischen Gefahren sprechen wir halt von Bakterien, Viren, Parasiten, Pilzen und auch Prionen. Und zu den chemischen Gefahren zählen eben Schwermetalle, Toxine oder Tierarzneimittel, wenn sie dann verabreicht werden. Und zur möglichen Allergenpotenz ist zu sagen, dass die Menschen, die eine Allergie gegen Schalentiere haben, dass die auch auf Insekten allergisch reagieren können, eben durch das Chitin. Und die sollten eben keine Insekten verzehren oder halt gut aufpassen. So, das Vorhandensein dieser potenziellen Risiken oder biologischen und chemischen Gefahren ist abhängig natürlich von dem Produktionsverfahren, ist abhängig von dem Substrat, also der Nahrung, die die Insekten bekommen, ist abhängig von der Phase des Lebenszyklus, in der die Insekten geerntet werden. Also es gibt ja verschiedene, es gibt Hemimetabole, Entwicklungszyklen und es gibt auch, also es gibt Entwicklungszyklen, die vom Ei über die Larve zum Imago und es gibt halt auch welche, die nicht so aufgeteilt sind. Es hängt ab von der Insektenspezies und es hängt eben auch ab von dem Verarbeitungsverfahren, welche potenziellen Gefahren davon ausgehen. Also zum Beispiel kann ich durch das Erhitzen der Insekten das mikrobiologische Risiko schon ziemlich minimieren, indem da eben die Mikroorganismen noch abgetötet werden, die drin enthalten sein könnten. Also pathogene Mikroorganismen wie Salmonellen, Campylobacter und Verotoxin bildende Escherichia coli, das sind Darmbakterien, können also in nicht verarbeiteten Insekten Abhängigkeit vom Substrat vorhanden sein. Also das wäre dann eine Sache der Personalhygiene, sage ich mal. Also nach dem Toilettengang nicht die Hände waschen oder so, dann kann das zum Beispiel passieren. Aber die EFSA sagt, dass im Vergleich zu anderen tierischen Proteinen diese Gefahr geringer ausfallen sollte, weil nämlich bei den Insekten die Vermehrung im Darmkanal dieser Krankheitserreger einfach nicht so stattfindet, wie das bei den warmblütigen Säugetieren der Fall ist. Also
Wenn man jetzt mal sich so eine Kuh anguckt zum Beispiel, da ist natürlich auch wesentlich mehr Volumen, wo sich Mikroorganismen tummeln können und vermehren können, als in so einem kleinen Verdauungstrakt von einem Insekt. So, pathogene Viren können natürlich auch vorkommen, sind aber laut EFSA für Wirbeltiere und Menschen nicht pathogen und sind natürlich eine Bedrohung für den Zuchtbetrieb, weil unter Umständen die ganze Population dann eben dahin gerafft werden kann, wenn da mal so ein Virusausbruch da stattfindet. Man muss sich allerdings im Klaren darüber sein, dass pathogene Viren natürlich durch Insekten übertragen werden. Also Insekten fungieren dann so als Vektor. Und das Risiko kann jedoch auch wiederum mit den entsprechenden Verarbeitungstechnologien minimiert werden. So, zum Thema Prionen sagt die EFSA, dass die Übertragung vom Substrat abhängig ist. Und das heißt also, dass ja, wenn ich zum Beispiel tierisches Protein verfüttern würde an Insekten, dann wäre diese Gefahr wohl nicht ausgeschlossen. Aber die Insekten für den menschlichen Verzehr werden eben nur ausschließlich auf pflanzlichem Substrat erzeugt. Deswegen geht die EFSA davon aus, dass das kein Risiko darstellt. Ja, weiterhin, also wie schon gesagt, durch entsprechende Behandlung, zum Beispiel Erhitzen, können die Risiken natürlich minimiert werden, wobei man auch wissen muss, dass einige Mikroorganismen auch Sporen bilden und die eben durch Erhitzung nicht zerstört werden. Die Sporen, das sind halt diese Dauerformen der Mikroorganismen und die können eben sehr extreme Bedingungen auch überleben. So, bei den chemischen Gefahren ist es eigentlich ähnlich, also ist wieder abhängig von den Produktionsmethoden, Substrat und so weiter. Wichtig wäre noch zu nennen, dass ja, bestimmte Insektenspezies zum einen selbst Toxine bilden, allerdings auch durch ihre Nahrung Pflanzentoxine aufnehmen können und auch akkumulieren können. Deswegen rät man auch nicht dazu oder rät man davon ab, wilde Insekten zu sammeln und die zu verzehren, weil man eben nicht weiß, was die für Pflanzen gegessen haben vorher. Aber das Risiko hat ähnlich eingeschätzt wie bei anderen Eiweißquellen tierischer Herkunft. So, allergische Reaktionen nochmal, also entsprechende Fälle sind bekannt, dass Menschen schon auf Insekten auch allergisch reagiert haben und die hatten dann auch eine Allergie gegen Schalentiere und deswegen sollte man, wenn man darüber Bescheid weiß, dass man eine Schalentierallergie hat, den Verzehr von Insekten einfach vermeiden. Ja, laut EFSA sind natürlich weitere Forschungsarbeiten notwendig, um die Risiken noch besser einschätzen zu können, weil es Ungewissheiten gibt im Hinblick auf die Verzehrsmuster des Menschen. Es ist einfach so, dass jetzt immer mehr, Quellen auch verfügbar sind für Insekten. Immer mehr Menschen probieren das auch aus. Die Möglichkeiten sind auch immer größer, dass man die bestellen kann. Und man kann eben auch noch nicht absehen, wie sich das weiterentwickelt wird, ob die Menschen oder einige Menschen sich da vielleicht mehr an das Thema heranwagen und auch einfach mehr Insekten auf ihren Speiseplan eben setzen und dass sie eben einfach mehr größere Mengen davon essen. Und auch die Art der Zubereitung kann sich auch ändern. Und ja, weitere Ungewissheiten gibt es zum Thema Verfütterung von Insekten an Nutztiere. Da wird auch gerade noch werden Versuche gemacht im Bereich Aquakultur. Und ja, weiter muss geforscht werden, ob es weitere biologische, chemische Gefahren oder Allergene gibt. Und mit den Verarbeitungsverfahren ist es eben auch so, dass aufgrund dieser großen Dynamik, die es auf dem Markt gibt, dass man noch gar nicht weiß, so wie das weitergehen wird und was es für weitere Produkte daraus geben wird. Ja, Überleitung Markt und Marktübersicht. Insgesamt kann man sehen, dass in Deutschland man auch Insekten beziehen kann über das Internet hauptsächlich. Es gibt zwar auch so 2 bis 3Anbieter, bei denen man es auch so kaufen kann, sind aber eben noch ganz wenig und die Preise liegen mit 20 bis 50 Euro pro 100 Gramm sehr hoch. Also das wären dann 200 bis 500 Euro pro Kilo, wird aber auch langsam günstiger, weil einfach mehr Produzenten sich auftun und es einfach da eine Konkurrenz auch gibt. Was nicht ratsam ist, dass man Futtermittelinsekten umwidmet, also aus dem Zoogeschäft, weil man eben auch nicht weiß, auf welchem Substrat die gezüchtet worden sind und unter welchen hygienischen Bedingungen.
Ja, das ist mal so ein sehr wichtiges Produkt, wie ich finde. Das ist hier Insektenpulver, das wird auch als Insektenmehl bezeichnet. Das ist in meinen Augen ein Schlüsselprodukt, was dazu geführt hat, dass viele weitere Produktinnovationen am Markt erschienen sind. Also das sind so hauptsächlich Heuschrecken, die werden erstmal in kochendes Wasser geschmissen, um Keimreduktion hinzubekommen, dann werden sie getrocknet und dann zermahlen. Und das hat dazu geführt, dass es eben mittlerweile eine ganz große Palette an Produkten gibt. Hier sind so ein paar Riegel zu sehen, von der Firma Exo zum Beispiel oder UK Protein. Und die sind meistens in Verbindung mit Nüssen oder Trockenfrüchten hergestellt. Und hier dieser Energieriegel zum Beispiel, dieser Bug Break, das ist einer, der hier in Deutschland hergestellt wird, im Norden Deutschlands und mit Einverständnis des Veterinäramtes. Den kann man eben auch über das Internet bestellen. So, weitere Produkte sind zum Beispiel diese Cricket Pasta, also Nudeln aus Grillen, Pulver. Die gibt es entweder auf 100% Pulver oder sind eine Mischung mit Getreidemehl zum Beispiel. Dann gibt es ein Startup, das nennt sich One Hop Kitchen. Die haben eine Cricket Bolognese rausgebracht und die haben diese Heuschrecken oder Heimchen haben sie fermentiert und das muss wohl einen ziemlich guten Geschmack geben und schon sehr an so Rinder-Bolognese erinnern. Ich habe es noch nicht probiert. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem Versand aus den USA, ob das beim Zoll irgendwie beschlagnahmt wird oder so. Ich gehe mal davon aus, nachdem das deklariert ist. Hier diese Firma Qinzhou, die haben da sogar noch Spirulina-Alge zugemischt und ja, mittlerweile ist es auch so, dass die Insekten auch als Superfood schon bezeichnet werden. Und soweit sind wir schon. Ja, eine andere Möglichkeit, auch diese ganze Gesetzgebung und das alles zu umgehen, das wäre eben, die selber zu züchten in diesem Edible Insect Desktop Hive von der Firma Living Farms. Die waren jetzt gerade, wie ich vorhin schon mal sagte, Florian Nock und Katharina Unger, die waren jetzt in Hongkong auf so einer Maker Fair und haben das vorgestellt und das ist wohl ziemlich gut eingeschlagen. Die haben auch so ein Crowdfunding gemacht vor einiger Zeit und haben das auch finanziert bekommen. Und da kann man sich dann eben die Insekten selber züchten. Dann kommen hier oben die fertigen Insekten rein, die sich dann verpaaren, Eier legen und in diesen Schubladen hier kann man dann diese verschiedenen Stadien aufbewahren. Und das Substrat, was hier verwendet wird, das ist eine Mischung aus Haferflocken, Weizenkleie, Mehl natürlich auch ein bisschen und für die Wasserzufuhr gibt man eben Gemüse wie Möhren zum Beispiel oder Paprika kann man da rein tun. Darüber nehmen die Insekten Wasser auf, also sie trinken in dem Sinne nicht. Ja. So, und jetzt ist die Frage, ob wer jetzt noch weiterhin oder wer sich noch dazu entscheiden würde, Insekten zu essen. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Okay. Okay. Gut. Sind Fragen? Mich würde erstmal interessieren, was hast du denn selber schon für Erfahrungen damit gesammelt? Also ich forsche im Rahmen meiner Doktorarbeit mit Insekten als Lebensmittel und ich habe auch selbst welche gezüchtet. Ich habe mir so diese Fleischkisten, diese E2-Boxen genommen, habe die übereinander gestapelt und habe eben mit diesem Substrat, was ich gerade genannt habe, selber auch gezüchtet. Die habe ich von einem Kollegen bekommen aus Hannover und habe dann irgendwann eine ganz ziemlich große Menge auch dann davon gehabt. Die habe ich dann im Kühlhaus eingefroren und dann verarbeitet. Und gegessen habe ich schon. Vor 2 Jahren habe ich mit einem Kollegen aus Hannover eine Verkostung gemacht in Garmisch-Partenkirchen. Da gibt es immer im Ende September eine Arbeitstagung Lebensmittelhygiene von der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft. Und da wurden dann Mehlkäferlarven in Zucker und Zimt geröstet. Die schmecken so wie gebrannte Mandeln eigentlich. Und
Heuschrecken wurden da auch angeboten, die waren einfach nur geröstet. Ja. Ja. Einmal wollte ich kurz die Fotofarm-Frage beantworten, wann war das? Okay. Milchprodukte oder so recherchiert eben. Milchprodukte, okay. Mhm. Gut. Was? Ich hab's gedacht, ich schau die Fotofarm. Ja, auch deswegen habe ich ja gesagt, zu Milchprodukten. Und ich wollte fragen, wie das ist, wenn man jetzt tatsächlich selbst züchtet, in irgendwelchen Kisten. Ja. Kann man da dann als Staat Insekten quasi welche aus der Zoohandlung nehmen? Und wenn man die dann eine Generation ja. so durchgezüchtet hat, sind ja. die dann okay? Oder das sind viele, dass sie das so machen. Ja, genau. Genau, kann man machen. Mhm. Also man kann theoretisch auch Wild sammeln und das genauso machen. Also wichtig ist, dass man halt dann sein eigenes Substrat kennt, wo man die drauf gezüchtet hat. Und ja, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Du hattest gesagt, dass es effizienter ist als Fleisch, so aus Welternährungssicht? Ja, also damit war gemeint, dass die Futterumsetzungsrate eigentlich wesentlich besser ist. Also das heißt, ich muss weniger Futtermittel einsetzen, um die essbare Masse zu bekommen, weil es einfach so ist, dass die Säugetiere, dadurch, dass sie eben ihre Körpertemperatur auch aufrechterhalten müssen, sehr viel Energie verbrauchen und deswegen haben die Insekten einfach einen Vorteil. Ja, die Frage ist jetzt, wie verhält sich das im Vergleich zu, wenn man direkt pflanzlich sich mal ernährt, also aus Hülsenfrüchten dann Eiweiß bezieht oder da habe ich zum Moment keine Informationen zu, allerdings wird ja immer gesagt, mit so einem Vitamin B12 und so weiter, das ist halt die Frage, wie das im Vergleich aussieht zu einer komplett vegetarischen Ernährung. Die Hülsenfrüchte, die haben ja auch nur so, sagen wir mal, unter 10% Proteinanteil, ne? Also ist dann jetzt irgendwie solche Kidneybohnen oder so, die relativ viel haben, ja. Die sind ja irgendwie bei 7-8%. Bei Insekten hast du ja mal, ne? Wobei, ich habe, soweit ich das gesehen habe, Moment, wieso geht das nicht weiter? Zurück. 10 aufwärts. Das wäre jetzt auch meine Frage, was Vegetarier und Veganer dazu genau. sagen. Also da würde ich jetzt nicht fragen, aber du sagst doch, beziehungsweise bezieht sich das auch wieder auf Veganer, du sagtest doch vorhin, mit den Fragmenten, das in Zimt und verschiedene Mikro- also ist das generell so? Also kommt das in der Produktion einfach vor, man muss davon ausgehen, weiß ja kein Veganer. Also ich habe auch ein paar Jahre vegan gelebt und ich wusste davon nichts. Ja. Es ist, ich suche gerade die Folie, wo da die Gegenüberstellung war, das Proteingehalt ist, weil da ist die Sojabohne auch. Also ist es, ich wollte mit einer Kollegin eigentlich mal eine Studie machen, und zwar wollten wir mit einer PCR untersuchen, Apfelmus zum Beispiel, weil es lässt sich ja wahrscheinlich nicht vermeiden, dass da auch mal eine Raupe oder ein Wurm drin ist oder sowas. Ne? Und habe ich mir auch gedacht. Also die Amerikaner haben halt so ein Leitfaden dafür und ich gehe davon aus, dass auch bei uns es vorkommen kann, dass Insekten oder andere Teile in den Lebensmitteln drin sein kann. So nehmen wir auch mehr Grashüpfer oder Käfer zu uns als Fliegen. Ne? Weil ich hätte sonst gedacht, im Leben, im Laufe eines Lebens ist man vielleicht hier und da mal eine Fliege im Schlaf. Ja, genau. Nee, ist leider nicht drauf. Ich hatte eine Übersicht, da war die Sojabohne auch noch mit drauf als Proteinlieferant. Das waren noch mehr als 10%. Das waren, glaube ich, 85%, glaube ich sogar. Das ist also sehr, sehr viel. Ja, bitte. Ja, eben ging es ja um diese B12-Sache. Mhm. Also, soweit ich gehört habe, ist das so, du wirst das ja bestimmt wissen, dass das mittlerweile auch bei Tieren supplementiert wird, weil die das nicht mehr über irgendwelchen Dreck, den sie so auf der Wiese haben und so aufnehmen. Deswegen man sowieso das kann sein, ja. letztendlich B12 Supplemente, auch wenn man Fleisch isst, auch, das könnte man ja dann mit Insekten, wenn die so relativ steril, könnte man das auch machen. Könnte man das wahrscheinlich auch machen. Ja, genau. Also ich bin der Sojabohnen 36 Gramm pro 100. 36, okay. Also das ist ja schon mal, das ist ja krass viel. Ist sehr viel, ne? Genau. Ja. Das weiß ich, das habe ich noch nicht gehört. Ich habe gehört, dass das mittlerweile supplementiert wird, weil die das halt nicht mehr
wie es eigentlich normalerweise ist, durch irgendwelchen Dreck und so, den sie auf der Weide mitfressen, aufnehmen, wenn sie in Massentierhaltung aufwachsen. Und deswegen wird das teilweise dann supplementiert, damit es einfach noch da drin ist. Der Bedarf, der Menschenbedarf ist sehr gering. Das heißt, du darfst ein Jahr essen quasi. Ne? Und dann hast du dein Vitamin B12-Bedarf. Ja, ich hab das halt gehört. Ne? Wenn man fettlos ist, also sie hat keine gespeichert und das, man braucht halt, wie gesagt, minimal, ganz minimal, also ist notwendig, also es ist schon interessant, ja, das gehört. Und ich denke, das ist einfach wieder so, das ist wieder irgendwie so eine Machung, eine Geldmacherei oder so, dass man sagt, ja, ich oder so. Was ist denn die dritte Zeile bei der 35 bis 48 Gramm? Chapulines, das ist auch eine Insektenart. Ja, die stechen ziemlich hervor. Und, ja. Ich habe noch mal eine Frage. Du hast relativ am Anfang so eine Übersicht gehabt, welche Insektensorten zu welchen Prozent-Dingern verwertet werden, was mich so ein bisschen überrascht hat, dass da die Käfer so stark vertreten sind, weil jetzt mal so rein praktisch gedacht, würde ich ja sagen, okay, so ein Mehlwurm oder irgendwie sowas oder irgendeine Raupe oder sowas, da muss man nicht viel machen, die zuzubereiten. Ja. Während bei so einem Käfer stelle ich mir so vor, dass man da dann doch irgendwie so manuell irgendwie noch was weiß ich, irgendwelche Beine abmachen muss oder was weiß ich nicht alles. Oder ist das einfach so, dass es da größere Exemplare gibt, die mehr Futter pro Einheit liefern? Also ich war selber noch nicht in Thailand leider, aber ich habe Bilder gesehen von Märkten dort und da werden sehr, sehr viele Käfer zum Beispiel auch angeboten. Und zum Beispiel dieser Giant Waterbug, also dieser, das ist so ein riesen Wasserkäfer, da ist wohl auch schon eine ganze Menge, also wird man auch schon von einigen wenigen satt wahrscheinlich. Genau, genau. Es ist ja auch so, dass bei den Heuschrecken zum Beispiel man auch die Beine abmachen soll und weil die eben so kleine Widerhaken auch beinhalten, die anderen schon mal im Hals stecken bleiben können. Und auch die Flügel sind jetzt auch nicht schmackhaft, die sind irgendwie. Was meinst du, wenn man jetzt Fische oder andere Tiere noch nicht vorstellt, könnte man das dann auch beim Fisch so sagen, sind Gräten oder nicht Gräten, sondern sind die Schuppen eventuell Ballaststoff? Ja, das stimmt. Bei diesen kleinen Sardinen oder Sardellen oder sowas. Ja, das ist jetzt auch die Werte von den Stellen. Weiß ich auch nicht genau. Ja. Ja? Also was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist quasi der Sinn des Ganzen. Und zwar ist es ja dieser Insect Eatable Day und man will quasi eine Alternative dafür finden, dass vorausgesetzt, es gibt keinen Krieg innerhalb der nächsten 30 Jahre wegen Überbevölkerung und dass wir eine alternative Proteinquelle brauchen. Mhm. Aber ist es wirklich so, dass uns da die Insekten weiterhelfen? Sollten wir nicht irgendwie dann komplett eher auf Fleisch verzichten und uns dann quasi von dem Substrat ernähren, was wir den Insekten geben? Ja, dass wir das nicht umwandeln erstmal durch irgendwie oder gibt durch es irgendwas, tierische was uns Insekten geben, Stoffwechsel, was wir nicht durch Hülsenfrüchte oder sonstiges aufnehmen könnten? Weil das ist ja wieder eine Abstraktionsebene höher und damit ist ja auch ein gewisser Verlust irgendwo an der Stelle verbunden, weil ansonsten würde es die Geschöpfe durch das Substrat ja nicht geben. Das ist richtig, wobei das geht jetzt wieder in die Ernährungsphysiologie rein und das entzieht sich ein bisschen meiner Kenntnis, wie weit das aussieht. Also das ist eigentlich jetzt von meiner Seite aus geht es oder ging es darum, dass ich das Thema ein bisschen beleuchte, weil eben heute dieser World Edible Insect Day ist, einen kleinen Vortrag dazu mache, um das einfach mal zu diskutieren und ein paar Infos zu geben darüber, dass das eine mögliche Alternative sein könnte. Natürlich eine von vielen, das ist ganz klar. Und ich denke, das ist ja auch noch andere Proteinquellen
gibt, wie zum Beispiel schon gesagt Algen und Pilze. Dass es einfach eine Möglichkeit ist. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es, sage ich mal so, akzeptiert werden wird, wenn ich das jetzt so sehe. Ach, da wäre ich gar nicht so sicher. Ich glaub, das Problem ist, wenn man die Dinger ganz sieht. Ich esse ja auch ein ganzes Schwein und beiße den Kopf ab. Genau. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mich damit beschäftigt habe, weil ich habe also eine Tiermedizinstudentin, die hatte mal irgendwie einen Blog geschrieben oder hat einen Bericht geschrieben, wie es im Schlachthofpraktikum so zugegangen ist und hat eigentlich gesagt, ja, jeder müsste das eigentlich mal sich angeguckt haben und kann dann selber entscheiden, ob er Fleisch essen will oder nicht. Und da habe ich mir überlegt, wie funktioniert das eigentlich? Und eigentlich geht es nur so, dass die Leute ja auch so Produkte, Wurst essen, sowas zum Beispiel, und alle möglichen verarbeiteten Produkte, damit sie auch möglichst weit weg von diesem eigentlichen Produkt sind, dass man eben den so diese Verbindung, den Bezug auch dazu verlieren, ne? Damit man auch sagen kann, ich esse jetzt hier so eine Wurst mit Mickey Maus Gesicht oder sowas, das hat ja nichts mehr mit dem Tier zu tun eigentlich. Und das könnte man natürlich auch schaffen bei Insekten, indem man eben auch Produkte daraus herstellt, was auch schon gemacht wird. Also es gibt eine Firma in Belgien zum Beispiel, Davert heißen die, die stellen so Schnitzel her, die sehen aus wie Putenschnitzel, sind aber eben zum großen Teil auch, oder mit einem Anteil von, ich glaube, 30% oder sowas, Mehlkäferlarven da drin. Also es ist einfach schon, wie gesagt, der Ekel kommt einfach, wenn man was mit 6 Beinen essen soll. Ne? Und sobald man das verarbeitet, sieht es wieder ganz anders aus. Aber ich glaube durchaus, dass wenn man jetzt, du sagst ja, der Ekel ist etwas, was quasi anerzogen ist. Und insofern habe ich auch den Eindruck, dass wenn das jetzt sich als irgendwie, wenn sich das irgendwie ausbreitet oder sowas, dass das dann automatisch abnehmen wird jetzt, unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie sich unbedingt ein Bild davon machen muss, ob da, was da, wie das Insekt vorher ausgesehen hat. Auf der anderen Seite muss man sich halt auch klar machen, was irgendwie jetzt die klassische Fleischerzeugung irgendwie angeht, dann das eben vor irgendwie noch nicht allzu vielen Jahren war das total normal, dass irgendwie ein Schwein durchs Dorf getrieben und dann irgendwie geschlachtet und hinterher aufgegessen wurde. Also das ist etwas, wo man eigentlich sogar sagen könnte, das ist eigentlich ein Stück weit pervers, dass wir uns so weit von diesem Grundprodukt entfernt haben. Also, Man muss sich auch fragen, mittlerweile kommen ja auch immer mehr Bilder an die Öffentlichkeit über in der Tierhaltung, das, was da eben für Missstände herrschen. Und da muss man sich halt fragen, wo ist jetzt der oder wovor muss ich mich jetzt mehr ekeln eigentlich? Ja, vor dem Insekt oder vor diesen Tatsachen? Jetzt zur Tierhaltung, ich meine, also ist das da nicht dann, oder wie ist so die Einstellung von Veganern oder Vegetariern dazu? Weil man könnte jetzt auch sagen, wenn die in der Schublade hält, ist das vielleicht auch nicht artgerecht oder so. Ja, ein bisschen überspitzt. Aber. Ja, klar, das kommt halt auch immer das Thema. Also das, zum Thema Vegetarismus oder Veganismus muss man einfach sagen, dass ich ein paar Sachen gelesen habe und es gibt so die, oder es, man stellt die Frage, ja, aus welchem Grund bin ich Vegetarier oder Veganer zum Beispiel, und dass manche Vegetarier eher bereit wären, halt Insekten zu essen, weil sie eben dann, also sie werden zwar auch, sag ich mal, in Massen gezüchtet, aber das ist bei den Insekten eigentlich eher natürlicher, weil sie auch in Schwärmen auftreten zum Beispiel und einen Ameisenhaufen sieht oder sowas, die leben halt doch schon eher auf engem Raum zusammen, finde ich auch. Ja, genau. Was isst man bei Bienen dann, auch die Larven? Weil bei Bienen ist bei Bienen ist das so, da will ich mich auch noch mal schlauer machen, weil ich das sehr interessant finde. Man isst eigentlich die Drohnenlarven. Also jetzt nicht so die Biene als solches eigentlich, sondern dann eher die Drohnenlarven. Und was waren diese Prionen, die bei der biologischen Gefahr? Bei den Prionen ist das so, es gab ja vor vielen Jahren das Problem mit dieser, mit BSE, also bovine spongiforme Enzephalopathie. Das heißt, das ist eine Krankheit, wie man herausgefunden hat, durch Prionen hervorgerufen wurde. Und Prionen sind Proteine, die eine bestimmte Struktur haben. Also Proteine haben ja bestimmte Konformationen, also so Cis und Trans oder wie auch immer das heißt. Und diese Prionen sind eben
anders gefaltet als die herkömmlichen Proteine und bewirken, dass sich auch andere, also sage ich mal, andere Proteine, die damit in Berührung kommen, auch anders anordnen. Und das hat eben zu diesen spongiformen Erkrankungen geführt des zentralen Nervensystems. Und es wurde darauf hingewiesen, halt in Zusammenhang mit dem Substrat, was die Insekten bekommen. Also wenn ich zum Beispiel tierische Lebensmittel zum Beispiel oder Lebensmittel tierischer Herkunft dann an die Insekten verfüttere, dann ist die Gefahr eben nicht ausgeschlossen. Diese BSE-Geschichte hat auch dazu geführt, dass man keine tierischen Proteine mehr verfüttert. Also dass man diese Tiermehl-Verfütterung ist halt eingestellt worden, weil das eben im Verdacht bestanden hat, eben durch unzureichende Erhitzung, dass das eben dazu geführt hat. Aber die kann man quasi auch wieder tatsächlich rauszüchten in einer Generation auch. Was denn? Oder ist das irgendwie, ja, also wenn jetzt die Insekten, die man im Zoo in der Zone verkauft, auf tierischem Substrat waren und man dann halt eine Generation zu Hause durchzüchtet, sind da keine... Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, das weiß ich nicht. Und dann ist das nicht immer die Gefahr ja trotzdem. Ja. Also eigentlich bei der ganzen BSE-Geschichte war auch das Risiko noch weniger kurz wie Jakob, ne? Also dass man einfach eine Tierkrankheit hat, die überspringt sozusagen auf den Menschen. Ich könnte mir vorstellen, ich bin jetzt, da bist du wahrscheinlich Experte, dass wenn so ein Käfer einen Husten hat, dann ist es ein bisschen schwieriger, den zu kriegen als Mensch. Ja, das ist einfach, das liegt einfach daran, dass die Insekten doch phylogenetisch einfach viel weiter entfernt sind. Und dass wir halt genetisch mit dem Schwein zum Beispiel viel näher sind. Also das wäre auch noch ein Vorteil, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Gibt es da irgendwie Vorgaben oder Übereinkünfte, wie man so ein Insekt artgerecht tötet? Weil bei einem Hummer muss ich ja nur in kochendes Wasser zum Beispiel werfen. Das ist eine sehr gute Frage, und zwar mit der ich mich auch beschäftige zurzeit. Und zwar war es früher so, ich habe nochmal nachgeguckt, aber ich habe es nie wieder gefunden. Es wurde früher immer von der Oxford-Methode gesprochen. Das heißt, man sollte den Hummer in das Gefrierfach legen für ein paar Minuten, 10 Minuten oder sowas, dass eben der Stoffwechsel dann halt runtergefahren wird, dass der quasi einschläft und dass man ihn dann ins kochende Wasser schmeißt. Es gibt so Vorgaben, die muss ich nochmal raussuchen, die sagen, dass man die Insekten in kochendes Wasser schmeißen soll. Und aber eben auch dafür sorgen soll, dass das Wasser auch kochend bleibt. Also jetzt nicht, dass das dann, man schmeißt die rein in großen Mengen und die Temperatur geht komplett runter, sondern das muss schon da gewährleistet sein, dass das Wasser auch kocht. Es gibt ein Gerät, das entwickelt worden ist in England, soweit ich weiß. Das ist ein Gerät, was den Hummer durch Stromstoß tötet. Also das sind halt auch so Überlegungen. So wie man es halt bei den Säugetieren auch macht, die werden ja auch wird das zentrale Nervensystem durchströmt. Bei den Schweinen zum Beispiel gibt es diese Betäubungszange, die man dann im Kopf ansetzt. Und man überlegt halt sowas auch bei den Insekten zu machen. Oder heißes Fett? Direkt in die Fritteuse schmeißt. Also jetzt beim Hummer vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt so irgendwie so einen Marten oder so vorstelle, dann sind die ja auch relativ schnell durch eigentlich. Ja. Ich habe das mal ausprobiert, das funktioniert ganz gut. Nein, das war halt, wir hatten noch welche übrig und 3 Stück mal ausprobieren. Gut, das ist sicherlich gegenüber Wasser hat das natürlich den Vorteil, dass das Fett wesentlich höher zu erhitzen ist. Und es kann durchaus sein, dass der Tod dann auch noch schneller eintritt. Ja. Genau. Okay, sind noch Fragen? Weitere? Ich hätte noch eine Geschichte. Du hast am Anfang erwähnt, dass es Insekten gibt, die unter Wasser leben. Hast du da Beispiele? Das ist. Ja, das war nicht ganz richtig. Das ging um die Arthropoden eigentlich. Also die Arthropoden teilen sich auf in die Gliederfüßer, in die terrestrischen und aquatischen. Und die terrestrischen sind halt die Insekten und die aquatischen sind die Krustentiere. Krustentiere. Okay. Genau. Ja. Okay. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Pfanne mit. Ja, genau. Können wir dazu auf Libellen oder was? Ja, zählen auch dazu. Haben wir hier werden aber nur mit 3% haben die einen sehr geringen Anteil an der Gesamtmenge, die verzehrt wird. Ist auch nicht viel dran. Genau. Richtig. Ja. Ja.
würde noch eine Frage vielleicht stellen. Mhm. So Mehlwürmer, Mehlkäfer kann man ja anscheinend zu Hause leicht in Kisten züchten. Ja. Ja. Wie ist das dann mit so Grashüpfern oder so? Die hüpfen doch weg. Kann man die voll züchten selber oder ist das? Kann man auch züchten. Die brauchen natürlich auch einen höheren Energieaufwand, weil die bei Wärme und Temperaturen auch nur wachsen und gedeihen und sich vermehren. Also da muss man schon, ich glaube, so um die 40 Grad haben oder sowas. Okay. Also das ist schon die Frage, ob man sich das antun will unbedingt. Also da sind diese Mehlkäferlarven schon wesentlich anspruchsloser. Da muss man halt dazu sagen, dass auch abhängig von der Temperatur, die sich eben auch reproduzieren. Das heißt, je niedriger Temperatur ist, desto langsamer sind auch die Entwicklungsphasen dann und länger dauern die Entwicklungsphasen. Kann man außer Mehlkäfer jetzt irgendwie noch so sinnvoll irgendwas züchten? Ja, auf jeden Fall, man kann einiges züchten. Also es gibt eine sehr schöne Seite im Internet, und zwar die ist von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHAW. Da ist der Daniel Ambühl, der ist da sehr engagiert, und zwar der zeigt auf seinen Videos, Skyfood nennen die sich, zeigt er, wie man Samia ricini, das sind diese Seidenraubenspinner, wie man die züchtet. Das kann man eben hier auf Kirschlorbeer zum Beispiel machen, also die Raupen fressen Kirschlorbeer, verpuppen sich dann, und diese Puppen, die kann man dann eben auch zubereiten dann. Mhm. Also da gibt es einige Infos im Internet und auf YouTube, einige Kanäle auch in Bezug auf so Zuchteinrichtungen und sowas, wie man die selber herstellen kann. Also dieser Desktop-Hive, der ist entstanden aus einer Idee, die ich vorher schon gesehen habe, vor ein paar Jahren. Da hat jemand so einen Ablagekasten für den Schreibtisch einfach umfunktioniert, hat er den Boden rausgeschnitten, so eine Gase unten reingeklebt stattdessen mit einer Heißklebepistole und hat das eben darüber gemacht. Und dass eben Kotpartikel dann eben runterfallen und dann auch und Eier mit verschiedenen Maschenweiten, dass dann eben so quasi diese verschiedenen Stadien auch getrennt werden. Ja, also da gibt es eine ganze Menge Anleitungen im Internet. So Tiny Farms und sowas zum Beispiel. Ja. Nochmal eine Sache, was jetzt hier ja gar nicht zum Tragen gekommen sind so die Spinnentiere. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie die sozusagen biologisch eingeordnet sind. Ist das was Verwandtes? Ist das was? Ja, das ist verwandt und die werden auch gegessen. Also zum Beispiel, wenn man so ein bisschen im Internet guckt, da sieht man auch so Vogelspinnen zum Beispiel, die da gegessen werden, ja, frittiert, ein Bierteig oder so. Ja. Genau. Okay. Das ist auch alles, das sind ja so Sachen, die finde ich sehr schwer skalierbar, ne? Also wie du schon so sagst, wenn du echt viel Protein herstellen willst, musst du doch irgendwas nehmen, wenn du nicht noch alles abmachen willst, und dann musst du einfach irgendwo frittieren, ne? Was du einfach in den Wasser schmeißen. Ja, wobei bei den Heuschrecken ist es so, dass die tatsächlich komplett, sage ich mal, zermahlen werden. Also da ist dann schon ein Chitinanteil drin, aber der ist dann so fein gemahlen, dass das eben nicht mehr so zwischen den Zähnen knirscht, sag ich mal. Ja, war das schon ein bisschen mehr auf. Okay. Gut. Ja, die Frage, die sich mir nach wie vor stellt, ist, wie kommt man denn jetzt mal an Insekten sinnvoll rein? Also jetzt, ich meine, so ein Riegel ist wahrscheinlich doch relativ unspektakulär, oder? Ja, eigentlich schon. So ein Geschäft und eine Generation durchzüchten. Ja, das ist mir jetzt auch wichtig. Also man kann sie bestellen in den Niederlanden zum Beispiel, wobei die aber dann verschickt werden als Futtermittelqualität. Aber das wäre eine Möglichkeit, da dran zu kommen. Wir haben ja auch einen Wärmeschrank, da können wir... Wie ist denn eigentlich die Rechtslage? Normalerweise darf eher Deutschland, wenn ich jetzt in Belgien die züchte, als Lebensmittel, die doch auch europaweit verkaufen, oder nicht? Nee, nur in Belgien, innerhalb Belgiens. Hm? Nur innerhalb Belgiens dann. Okay, weil das ist wahrscheinlich die EU-Harmonisierung noch nicht. Ja, eben, normalerweise. Ja, doch, weil die einen Alleingang machen, eigentlich einen nationalen Alleingang in Belgien. Und deswegen, das wird eben nur in Belgien toleriert und nicht in den anderen Mitgliedstaaten der EU. Ja, hilfst du uns dann, wenn wir hier eine Generation Heuschrecken im Wärmeschrank bei 40 Grad durchzüchten wollen? Ja. Endlich mal ein sinnvoller Zweck für den scheiß Wärmeschrank. Ja. Ja,
Und dann gehen wir nachts hier raus und dann fackelt uns die Fliege ab. Ja, aber wer sich betätigen will in der Insektenzucht, also da ja, fände ich gut, dass jemand sich überlegen würde. Also man kann es ja auch als Futtermittel, sage ich mal, anfangen und abwarten, wie sich die Gesetzeslage ändern wird, und könnte ja dann ohne weiteres dann auch auf Lebensmittel erweitern, sage ich mal so. Also geben uns Insekten irgendwie ein besseres Protein als Pflanzen, als das Substrat, von dem sie ernährt werden, beispielsweise? Also so wie ich das gelesen habe, heißt es immer, dass ich, beziehungsweise es geht ja darum, dass es sollen ja Abfallströme auch verwendet werden von organischem Material. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Obst, Gemüse oder was habe, Reste, Abschnitte, was auch immer, dass die eben noch sinnvoll verwertet werden können, dass die nicht irgendwie... Das ist ein Argument. Okay. Ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Gemüse züchte und das den quasi zum, als Futtermittel dann einsetze, sondern dass ich tatsächlich die übrig gebliebenen Sachen dann auch nehme. Okay. No. Ich glaube, das war das. Ernähren sich ja auch einige Insekten von Fleisch. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Also es gibt große Anlagen oder also große Forschungsfelder, das ist diese Black Soldier Fly, schwarze Soldatenfliege, da wird sehr viel mitgemacht, auch mit die auf Dung auch wächst und so weiter, gerade in Dritte Weltländern ist das ein sehr großes Thema. Aber da hat man dann natürlich wieder so eine Kontaminationsproblematik wahrscheinlich. Das soweit ich weiß, fressen die nicht. Die Fliegen selber fressen nicht von den Dungen. Das ist, was ich eben gesagt habe, dass die, diese fertigen Insekten dann ja teilweise keinen Verdauungstrakt haben, also gar nicht dafür ausgeht, Nahrung aufzunehmen, sondern dass die eben dann die Eier da reinlegen zum Beispiel. Ah, ja. In welches Land fährt man denn am besten, wenn man da mal so einen runden Umschlag mitnehmen will? Ja, Lateinamerika, also Mexiko auf jeden Fall ist eine gute Adresse und ja, Thailand und insgesamt Asien eigentlich. Ja. Wie würde man das denn mit so einem Substrat machen? Ich meine, das Substrat kann man sich dann ja bestimmt auch selber herstellen. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel Speisereste hat, wie müsste man da vorgehen, um das in einem... Müsste das dehydriert werden? Nein, also ich würde es auf keinen Fall dehydrieren, sondern das wäre ja wieder eine gute Wasserquelle für die Insekten. Ja. Deswegen würde ich, wenn es irgendwie Gemüsereste gibt oder sowas, dann würde ich die halt in... Also man muss sie auch nicht in kleine Stücke schneiden, sondern als ich selber gezüchtet habe, habe ich zum Beispiel ganze Möhren da reingelegt. Und da fallen die halt drüber her und fressen das. Oder ich habe mal Basilikum reingelegt. Kräuter mögen die auch sehr gerne. Schmecken die dann auch anders? Ja, die nehmen den Geschmack auch an. Ja. Ja. Also auch wenn man jetzt rote Beete füttern würde, dann würden die auch ihre Farbe auch ändern. Yeah. Also schon ein spannendes Feld. Also wer da was mit ausprobieren würde, möchte, da bin ich gerne dabei. Also. Gibt es einen Unterschied zwischen Zucht, oder gibt es schon Zuchtinsekten quasi, also wie bei den Hausschweinen, die wir kultiviert haben? Dass man so Hybride irgendwie herstellt oder sowas. Oder dass es halt Unterschiede gibt irgendwie schon. Habe ich noch nicht von gehört, nein. Bis jetzt glaube ich noch nicht. Es sind hier Rennwürmer, die verkaufen mir das Rennwurm-Schwärmer, verkaufen wir demnächst in die ganze Welt, wenn sich das durchgesetzt hat. Ja, genau. Nee, da habe ich noch nicht von gehört. Da greift man auf Hande zurück. Jetzt kann ich nicht alleine von einer Person von den Abfällen leben, aber bei Insekten ist das einzelne Individuum ja so klein, dass quasi alles wirklich auf ja. Ohne dass das der Wiederverwertungsapparat, das hat jetzt ein bisschen angegangen, aber dann direkt stirbt, ohne, also wenn man nicht Dinge dazu kauft. Ja. Wie oft kann man die denn ernten? Also wenn du jetzt bei der Zucht zu Hause bleibst. Die haben ja, wie schon gesagt, einen relativ kurzen Zyklus. Ich habe den jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber es waren unter 3 Monate zum Beispiel. Also man kann schon bei den Mehlkäferlarven schon so 3 bis 4 Mal im Jahr ernten, auf jeden Fall. Es ist temperaturabhängig, ganz genau. Also man muss schon, man sollte nicht im Keller irgendwie bei 18 Grad oder sowas, wenn das, die überleben zwar da, aber es dauert wesentlich länger, bis sie ihre Phasen auch durchmachen, weil die eben Mehlkäferlarven machen zwischen 8 und 10 Häutungen durch. Weil
eben weil sie ein Exoskelett haben, die werden ja nicht größer einfach so, sondern die müssen ja ihr Exoskelett abschmeißen, abwerfen, damit sie dann wieder in das... Wie oft muss man das dann alles so reinigen? Muss man das dann nicht wahrscheinlich alle paar Tage reinigen? Eigentlich muss man das nicht unbedingt reinigen. Also da, die Kotpartikel, die fallen eigentlich sehr fein und fallen eben runter. Und diese Hüllen, sage ich mal, die sind relativ leicht. Wenn man da reinpustet, dann fliegen die eigentlich raus. Also muss halt beim Ernten dann sehen, wie man das trennt durch Siebe und so weiter. Da gibt es auch industrielle Einrichtungen, die haben das auch so gemacht mit so Trommeln zum Beispiel. Ich habe nochmal eine Frage zu den wildlebenden Insekten quasi. Ja, ne? Ja. Machst du da wirklich für dich selbst auch einen großen Unterschied? Würdest du sagen, es ist wirklich riskant, wildlebende Insekten zu essen, weil wenn wir sowieso in unseren Gewürzen oder hier und da schon mal einen Insekt dabei haben, ja, so ja. Oder so, ne? Ist ja klar, sind die jetzt auch nicht gleich irgendwie tödlich für uns oder... Also bei diesen Grenzwerten oder Richtwerten, sage ich mal so, mit den Insektenfragmenten ist es ja so, dass diese Werte beschreiben, welche Mengen tolle oder nicht zu einer Gesundheitsschädigung führen. Das heißt nicht, dass sie da drin sein müssen. Also es ist halt, ich weiß es nicht, wenn ich weiß zum Beispiel nicht, wie das mit hier Taxus baccata ist und so weiter. Ich weiß nicht, was die Insekten da alles fressen und so weiter. Also hier diese, wie heißt das nochmal auf Deutsch, diese Eibe ist das, glaube ich, ne? Es gibt so eine giftige, so ein Nadelgewächs, ja, ist dieser. Giftig. Ja, ne, das ja, Taxus baccata ist ja, das. Ja, genau, das. Weiß ich nicht, wenn die das fressen, ob das. Das weiß man eben nicht. Es kann sein, dass sie akkumulieren oder nicht. Das ist eben die Frage. Deswegen, man kann sich ja andere aussuchen. Ne? Ich glaube nicht, dass jetzt alle, die da stehen, Grashüpfer, Heuschrecke und Grille, vielleicht eine von denen, also wenn es jetzt zum Beispiel die wären, ob die irgendwas zu sich nehmen, was jetzt wirklich schädigend wäre für uns, was sie vielleicht nicht irgendwie so verarbeiten, dass wir dann was davon abkriegen würden, würde ich mich vielleicht dann doch lieber für die Raupe entscheiden, zum Beispiel. Ne? Ja, gut, aber weißt du auch nicht, was. Weiß aber auch nicht, welche Blätter die zum Beispiel essen. Und man weiß auch nicht, also genau, nicht bei allen. Ich kann mich ja informieren. Also es gibt da Raupen, okay. Gibt es ja enorm viele. Auch. Ja, 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 genau. Also sehr schön, weil die Seiden auch. Ja. Stefan hatte mal aus der Schweiz habe ich die mitgebracht, ja. Also Puppen habe ich mitgebracht. Also das sind so große Falter, ja, sind das. Die sind grau und. Also die sind echt schon sehr beeindruckend. Das ist eigentlich ziemlich einfach, man hängt diese Puppen, also die sind ja so, die sind so eingesponnen, die hängt man an so einen Schaschlikspieß, dann kann man die auf so einen Spülschwamm draufstecken, dass sie so hängen und dann verpuppen die sich irgendwann, dann kommt man irgendwann morgens ins Badezimmer, dann sieht man, dass da plötzlich so große Falter dran hängen, sehr beeindruckend. Und die fliegen aber nicht wirklich, also die verpaaren sich dann und legen dann so ziemlich große Eipakete, also die Eier sind sehr klein, die sind so, wie groß sind die, so wie Quinoa oder sowas ungefähr, würde ich mal sagen, sind so in so weiß und in so Paketen werden die abgelegt und die muss man dann am besten in so eine kleine Dose tun, mit ein bisschen feucht halten auch natürlich und dann, wenn man Glück hat, schlüpfen dann da wieder Larven raus. Ja. Mir ist leider nicht gelungen, also die sind ja, bei mir ausgetrocknet. Gelungen. Ist nicht einfach. Ja, man kann das also, wenn man das zu Hause macht, kann man das natürlich entsprechend im Badezimmer machen, wenn man das warm hat oder sowas zum Beispiel. Man muss nur eben auf die entsprechende Feuchtigkeit auch achten. Und ansonsten hat der Daniel Ambühl, der hat so aus der Schweiz, aus Wädenswil, der hat eine Methode entwickelt, der hat so wie so ein, ihr kennt vielleicht diese Stoffkleiderschränke, ne, die man so mit so einem Reißverschluss, der hat so Säcke entwickelt, die man über den Kirschlauber drüber stülpen kann und dann hat er die Raupen halt da drauf, auf die Blätter drauf gesetzt und die fressen sich dann da voll und verpuppen sich dann auch da. Mhm. Das kann man auch draußen im Garten machen dann im Sommer. Ja. Ja. Okay. Ja. Könnte man das auch mit so Grasschild lassen? Ja, klar, natürlich. Das, auch funktionieren. Das müsste auch gehen, genau. Ja,
was ich noch, also was ich aus eigener Erfahrung berichten kann, ist, dass man Raupen füttert, je nachdem, was sie zu sich nehmen, so ändert sich dann halt auch die Farbe der Raupen. Ja. Also wenn sie zum Beispiel eine rote Paprika ist, wird sie dann plötzlich halt auch so grünlich. Ja, genau. Und sieht richtig dieses zwischen dicken Körper ziehen quasi. Das ist echt genial. Ja. Also sich Regenbogen raucht, die züchten. Oh ja. 256 unterschiedlich hintereinander trocknet, geht das Protein ja auch nicht kaputt. Ne? Was trocknet? Das Substrat oder die Mehlwürmer? Ja, genau. Genau. Nee, geht also nicht. Man könnte die danach dann mörsern. Einfach Dehydrierung und ja, genau. Genau. Das kann man auch selber einfach machen. Also ich muss ja, ehrlich sagen, ich hätte ein Problem damit, einfach so. Ja klar, ja, ja klar, 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 ja, ja klar. Aber wenn das, ja, das ist halt dieser anerzogene Ekel einfach. Ja. Aber wenn man sich darüber einfach hinwegsetzen kann, indem man das Ganze einfach kurz und klein schreddert. Ja, genau. Und das dann einfach unter irgendwas untermischt, genau, dann genau. Ist das ja genial. Ja. Ja. Ich will die ganze Viecher um den Kanon. Danke, Herr, für das Wort aus dem Mund. Also vor vielen Jahren hatte ich in ganz vielen Jahren Filmen gesehen, es ging um die Kuriositäten in den USA. Und dann haben die verschiedensten Sachen gezeigt, und dann hat die aber auch gezeigt, dass sie in den Wohnungen oder in den Haushalten. Kann man den auswerfen oder? Auswerfen oder muss man den Kanon so machen? Und die dann einfach da rausgenommen haben und in den Blender rein kann und Milkshakes. So wie die Menschen Küken einfach halten. Damals, also genau. Da haben wir aber gedacht, die Amis, die sind ja total bekloppt, ne, und so, ne, aber ja. Das sind wir sowieso. Das kannst du auswerfen. Ja, danke. Als Mitwürmer und so. Ja, also, es ist halt wirklich, also wenn man sich mal überlegt, wie viel man dann wirklich an Protein wegwirft, ja, was man daraus machen könnte. Genau. Beispielsweise eine Mette in Rasen. Ja. Ich habe super Proteine in der Vorderseite. Und das machen die auch in der